Willkommen zu unserem Film über Probleme der mittelbaren Kausalität. Betrachten wir dazu als erstes die Fälle der bewussten Selbstgefährdung anhand eines kurzen Beispiels. Ein Einbrecher droht dem Einbruchsopfer damit, es körperlich zu misshandeln. Daraufhin springt das Opfer in Panik aus dem Fenster und bricht sich ein Bein. Die Gesundheitsbeschädigung und die Körperverletzung sind unmittelbare Folge einer bewussten Selbstgefährdung des Opfers. Allerdings ist die Bedrohung durch den Einbrecher konkreter Auslöser des Sprungs aus dem Fenster gewesen. Es handelt sich um ein Problem der haftungsbegründenden Kausalität. Dies ist dreistufig zu klären, wobei an der Äquivalenz nach der Conditio sine qua non Formel nicht zu zweifeln ist. Auch liegt es nicht außerhalb der Lebenserwartung, dass ein Opfer angesichts einer konkreten Bedrohung für Leib und Leben panisch reagiert. Sodann ist die Wertungsprüfung anhand des Schutzzwecks der Norm vorzunehmen. Grundsätzlich wird der Zurechnungszusammenhang durch ein eigenverantwortliches, auf einem Willensentschluss beruhendes Handeln des Geschädigten unterbrochen. Jedoch gilt dies nicht, wenn sich der Geschädigte zu einer selbstschädigenden Handlung herausgefordert fühlen musste. Wann dies der Fall ist, ist eine normative Frage des Einzelfalls. Sie ist danach zu beurteilen, welches Opferverhalten, insbesondere unter Berücksichtigung der drohenden Gefahr, als vernünftige Reaktion angesehen werden kann. Das bedeutet, der Verletzte muss durch das Verhalten des Täters tatsächlich herausgefordert worden sein. Ferner ist zu klären, ob sich in der eingetretenen Rechtsgutverletzung ein herausforderungsspezifisches Risiko verwirklicht hat. Dazu muss sich das Risiko verwirklichen, das in der herausgeforderten Handlung steckt und nicht nur dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. Ein zweiter Fall, den wir uns anschauen wollen, ist der sogenannte Schockschaden. Gemeint sind Schäden, die entstehen, weil jemand von der Schädigung eines anderen erfährt oder Zeuge eines schrecklichen Geschehens wird und infolgedessen einen Schock erleidet. Also zum Beispiel, wenn eine Mutter vom Verkehrsunfall ihres Sohnes erfährt und daraufhin einen Schock bekommt. Die Lösung der Schockschädenfälle ist komplexer, da die mit ihnen einhergehenden Aspekte gleich auf mehreren Ebenen der § 823er Prüfung auftauchen. Das erste Problem ist auf der Ebene der Rechtsgutverletzung zu behandeln. Danach muss festgestellt werden, dass ein psychischer Schock nicht zwingend zu einer Körper- bzw. Gesundheitsschädigung führt. Eine Verletzung des Rechtsguts Körper bzw. Gesundheit liegt vielmehr erst dann vor, wenn der Schock pathologisch, das heißt behandlungsbedürftig ist und eine erhebliche Intensität und Dauer aufweist. Das zweite Problem tritt im Rahmen der haftungsbegründenden Kausalität auf. Dabei ist zwingend festzustellen, dass sich in dem erlittenen Schock in concreto nicht lediglich das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht hat. Hier ist erneut eine wertende Prüfung anhand des Schutzzwecks der Norm vorzunehmen. So gehört etwa der Umstand, Zeuge eines Verkehrsunfalls zu sein, zum allgemeinen Lebensrisiko, dem nicht mit dem Deliktsrecht abzuhelfen ist. Der Zurechnungszusammenhang wird hier verneint. Vom Schutzzweck der Norm wird hingegen der Schock erfasst, den ein naher Angehöriger als nachvollziehbare Reaktion auf den schweren Unfall einer geliebten Person zeigt. Auch wird der Schock einer Person erfasst, die unmittelbare Zeugin eines besonders schrecklichen Unfalls oder dabei zumindest abstrakt gefährdet war. Kommen wir zur letzten Fallgruppe, den sogenannten Grünstreifenfällen. Gemeint ist damit folgende Konstellation. Lkw-Fahrer A verschuldet einen Unfall auf einer engen Straße. Aufgrund der darauf folgenden Straßensperrung werden wartende Autofahrer ungeduldig und weichen über den angrenzenden Grünstreifen aus, der zum Grundstück der B gehört.
Die B verlangt nun Ersatz vom Lkw-Fahrer A für die an ihrem Grünstreifen entstandenen Schäden. Kausalitätsprobleme ergeben sich hier, weil die Rechtsgutverletzung auf einem frei verantwortlichen Entschluss Dritter, nämlich der wartenden Autofahrer, beruht. Daran liegt auch der Unterschied zu den Verfolgerfällen. Es handelt sich wieder um ein Problem der haftungsbegründenden Kausalität. Im Rahmen der Äquivalenz und der Adäquanz stellen sich kaum Probleme, da das Umfahren der Unfallstelle über den Grünstreifen aufgrund der Ungeduld der Fahrer vorhersehbar war. Im Rahmen des Schutzzwecks des § 823 Absatz 1 BGB muss sich erneut die Frage gestellt werden, ob der A das Verhalten der anderen Beteiligten herausgefordert hat. Nur dann ist eine Zurechnung möglich. Hier gilt es genau auf den Sachverhalt zu achten. Wenn es sich um ein Ausweichmanöver auf den Grünstreifen handelt, um ein Einfahren in die Unfallstelle zu verhindern, so ist eine Zurechnung durchaus möglich. Liegt der Fall jedoch so wie hier und handelt es sich nur um ein Umfahren der Unfallstelle durch ungeduldige Pkw-Fahrer, so sind allein diese Autofahrer für den Schaden verantwortlich. Der Unfall stellt nur den äußeren Umstand für ihr eigenmächtiges Verhalten dar. Von einer Herausforderung durch den Lkw-Fahrer A kann nicht gesprochen werden. Das war Ihr Fall zu den Kausalitätsproblemen im Deliktsrecht bei 6 Minuten Jura. Ich danke fürs Zuschauen. Noch mehr lernen können Sie, wenn Sie jetzt folgende Fragen beantworten. Weshalb stellen die Herausforderungsfälle ein besonderes Problem der Kausalität dar? Inwieweit spielt § 254 BGB bei den Herausforderungsfällen eine Rolle? Handelt es sich um das hier behandelte Problem des Schockschadens, wenn A dem B einen Finger bricht und B daraufhin einen Schock erleidet? Wenn Sie die Fragen zunächst für sich selbst beantworten wollen, was ich Ihnen rate, drücken Sie jetzt auf Pause. Sonst folgen in einigen Sekunden die Antworten. Und hier kommen die Antworten. Äquivalenz und Adäquanz sind selten problematisch. Wichtig ist der Schutzzweck der Norm, denn hier sind Wertungsüberlegungen anzustellen. Es ist herauszuarbeiten, dass in der Kausalkette zwischen Verletzungshandlung und Rechtsgutverletzung eine eigene Willensentschließung des Verletzten zwischengeschaltet ist. Das Vorliegen eines Mitverschuldens des Opfers ist im Rahmen des zu ersetzenden Schadens, also im Rahmen der haftungsausfüllenden Tatbestands zu erörtern. Dies ist ein Grund dafür, dass bei der Prüfung der Herausforderung keine allzu großen Anforderungen formuliert werden, denn mit § 254 Absatz 1 BGB lässt sich ein sachgerechter Ausgleich zwischen Verletztem und Schädiger erreichen. Nein. Denn es liegt mit dem gebrochenen Finger schon der haftungsbegründende Tatbestand des § 823 Absatz 1 BGB unproblematisch vor. Erst im haftungsausfüllenden Tatbestand ist zu prüfen, ob neben dem Fingerbruch der erlittene Schock als Schaden ersatzfähig ist.